Hallo meine Lieben, ja, ich streiche heute alle Horoskope für Beruf und Finanz, ja, was da los ist, was kommt, ja, auf was ihr müsst achten. Und wenn es euch gefällt, ja, mein Video weitergeben, ja, dazu gehören hier diese große Community-Familie auf YouTube. Und es gibt ein kleines Glöckchen da unter den Videos und wenn dich interessiert mein Kanal, ja, was los ist, alles was ich download, ja, bekommst du, ja, alle Videos, die ich poste, ja, komm und mach Teil dieser großen Familie hier, es würde mich sehr freuen, die Unterstützung von euch, ja, fleißig abonnieren, teilen, ja, das würde mich sehr, 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 sehr helfen, ja, hier weiterzumachen und du bekommst wirklich alle Videos von mir. Ja? So, dann guten Morgen miteinander. Grüße an alle. Ganz herzlich Grüße an alle. Es geht um Beruf und Finanz, was war, was ist und was kommt könnte. Ja? Alle Horoskop. Das ist Schütze, Zwillinge, Löwe, Skorpion, Stier, Waage, Wassermann, Krebs. Jungfrau, Fische, Steinbock, Widder. Ja, dann beginnen wir. Was ist los? Dann kommt das da. Kommt schöne Karten hier. Wassermann, Steinbock, Skorpion, Krebs und Widder. Ah, Widder ist heute die letzte Sternzeichen. Widder. So, wie ist Botschaft für die Seele? Ja? Was ist bei dir unbewusst? Ja? Unbewusste Ebene? Bewusste Ebene. Woran für Beruf und Finanz? Alle Sternzeichen. Ja, neue Energien. Ja. Wassermann.
Voilà. Und dann kommt zwei von denen. Ja. Zwei Karten. So. Der wollte raus. Danke. Hoppla. So. Geht es weiter. Löwe, Wassermann, Steinbock. Das sind die Energien, ne? Momentane Energien. Es ist schon lange her, dass ich für Beruf und Finanz gelegt habe. Voilà. Die Karten machen sich selbstständig. Danke. Noch zwei, bitte. Die wollte raus. Noch zwei, noch ja. Dann ist es zwei gekommen. Wir machen ein bisschen Platz. Die Engelchen kommen da jetzt. So. Wenn ich etwas brauche zum besser deuten, dann mache ich das da. Ja? Okay, was ist bei euch los? Dann fange ich an zu klären. Ja? Was ist bei Schütze los? Und wenn ich brauche, mache ich das hier. Schütze, was ist bei dir los mit Geld und Finanz? Das Buch. Es geht um Leute in Berufsgruppen. Autor, Autorin, Buchhändler, Buchhändlerin, Weiterbildung, Geschäftsgeheimnis. Ja? Geschäftsgeheimnis kann auch sein, dass jemand Geheimnis hat von seinem eigenen Geschäft oder du gibst keinen Geheimnispreis, ja? Und das Unbewusste, das Unbekannte, nicht spruchreif, ja? Kann sein, dass dein Weg im Beruf und Finanz noch nicht von oben spruchreif ist, aber innere Wahrheit, du weißt es, ja? Wirklich, du spürst, dass etwas kommt, ja? Und wegen Geld, ja, heimliche Transaktionen, über Geld wird nicht gesprochen. Man ist ein Mensch, der sehr sicher ist, ja, und nicht preisgibt. Und das ist gut so. Man muss nicht alles allen erzählen, ja, das ist so. Und hier kommt, ich habe ein schöner Leben. Ja, dir geht es finanziell gut, Schütze, ja. Kann auch sein, was ich hier merke, ist, dass du wegen Geld, ja, schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Deswegen bist du vorsichtig, was du sagst, zeigst auch nicht, was du hast, ja. Das ist die innere Wahrheit, ja. Du musst es mal spüren, ja. Und die Karten sagen, Schütze, das Spiegelkabinett, Selbstreflexion, ja, du hast reflektiert über die Situation. Eine klare Kopf behalten, sich nicht verlieren. Ja, einen Ausweg suchen, ja, kann sein, dass jemand, weil dir gut geht, ja, schau mal, hier, ich habe ein schönes Leben, ja, du hast ein schönes Leben, du bist stabil und jemand möchte das ausnutzen, ja, Achtung, Schütze, ja, das Roulette, ein Risiko eingehen, das Glück herausfordern, 50-50 Chance, mutig sein und ich denke, mutig, dass du alles für dich behältst, dass du ein klares Nein sagst zu diesem Mensch, was du, weil du die innere Wahrheit kennst, ja. Wenn du jemanden möchtest Geld ausleihen, so, das wirst du nie mehr zurückbekommen, so merke ich das hier, ja. Und die innere Wahrheit, ja,
Die innere Wahrheit möchte ich. Was ist dir klar geworden? Was ist dir über die Finanz und Geld? Ja? Ich möchte zwei Karten für die innere Wahrheit. Was hast du herausgefunden? Oder beim Reflektieren, was ist dir klar geworden, Schütze? Ja? Ja, die wollten alle raus hier. Was ist dir klar geworden? Ja? Es wird eine Versöhnung geben, ja? Also, jemand hat sich, siehst du, wie die Karten reden. Ich habe gefragt, deine innere Wahrheit, was hast du herausgefunden? Was ist dir klar geworden? Ja, in Sachen Finanz und Geld. Es geht um dein Umfeld, ja? Wohlstand, Privatleben, Stabilität. Du bist jemand, der stabil ist im Leben, ne? Das bestätigt mir diese Karte. Und es wird viel geredet über diese Situation, was war. Es gab einen Streit, ja, oder jemand, hier ist ein Mann, aber kann eine Frau repräsentieren. Deswegen habe ich ja gesagt, der hat dich ausgenutzt. Hm? Du bist ein Mensch, du hast Streit, ja, das liegt dir nicht. In Charakter, in Persönlichkeit. Es wird eine Versöhnung geben mit diesem Mensch hier. Aber schau mal, dieser Mensch hat Geheimnisse. Dieser Mensch ist nicht ehrlich, offen zu dir ganz. Ja? Und viele Leute haben sich von deinem Umfeld, ja, Nachbarn, Familie, reden über diese Situation, über diese Streit, die du gehabt hast mit diesem jemand, diese Frau oder diesem Mann. Ja? Egal, wir haben allgemeine Legungsschütze, ja. Und du willst dich versöhnen mit diesem Mensch, ja. Schau mal, hier. Ich möchte euch das zeigen, ja. So, du willst dich, du gibst ja die Hände diesem Mensch, ja. Du möchtest versöhnen, du möchtest keinen Streit. Aber du bist vorsichtig bei diesem Mensch jetzt, ja. Bei uns sagt mein Spruch, ich weiß nicht, ob das gut rüberkommt in Deutsch, du verzeihst diesem Mensch, aber du vergisst nicht, was er dich angetan hat. Ja, bei uns auf Brasilien steht ein bisschen besser. Ja, klar, ich habe jetzt übersetzt. Ne? Also ganz wichtig hier, ja, du versöhnst dich wieder mit diesem Mensch. Aber das ist nicht das Gleiche, wie es einmal war. So muss ich deuten, ja? Was ist bei der Stier los, Stier? Oh, okay. Mond, ja? Dich oder jemand, der es betrifft, Stier, ja? Berufsgruppen, das ist Beförderung, steht dir vor und du spürst Gefühle, du spürst, du bist intuitiver Mensch, ja, und du bist auch feinfühlig, du spürst die Sache, ja. Beförderung, ja, also Erfolg, Ruhm, Anerkennung in deinem Beruf, in deinem weiteren Weg, Stier, es geht um Stier. Einfühlungsvermögen ist gefordert. Ja, das ist ganz ein wichtiger Faktor. Zum Beispiel, wenn jemand Beförderung, ja, befördert wird, ja, eine neue, höhere Stelle. Es ist ganz wichtig, in deinem Job in Zukunft Einfühlungsvermögen zu haben, zu besitzen. Ja. Das wird eine wichtige Rolle spielen. Ja. Hör auf dein Bauchgefühl, auf dein Gefühl, auf die Intuition. Ja. Und dann kommst du zu deiner Anerkennung, dass du gut deinen Job gut machst, ja, zu deinem Erfolg. Ja. Und Achtung, im Privatbereich Stier, Finanzen, schwankende Einnahmen. Ja, und vor allem, das ist ja diese Phase, diese verrückte Phase, die wir ja alle durchmachen, global, ja? Okay, mehr kann ich nicht darüber. Okay, und was ist noch hier? Mhm. Was ist hier? Sie haben alles erhalten, was sie brauchen, ja? Du hast die Zepter, den Schlüssel in der Hände, um diese Beförderung, es kommt, ja? Und du hast... Du machst das alles mit Bravour. Du hast es auch verdient.
Sie haben alles erhalten, was sie brauchen. Ja? Du hast das Potenzial. Ja? Und Achtung wegen Drama. Jemand macht dir diese Beförderung, jemand macht Stein dein Weg, Stier. Weil hier, schau mal, der Wettkampf, ja, du hast Konkurrenten. Du hast Konkurrenten, ja, wegen dieser Position, dieser Beförderung. Du bist nicht der Einzige, wo in Frage kommt. So merke ich das, ja. Und das wird eine Herausforderung sein. Kräfte messen, Konkurrenz, ja, das ist das. Achtung, bleib bei dir, ja. Und rede nicht so viel drüber, ja. Man redet immer, also, das ist auch Resonanzgesetz, ja. Gesetz der Resonanz. Ja, geht ihr da gucken, was das heißt? Ich kann nicht ihr alles erklären, sonst geht das Video wird 2 Stunden dauern. Also, du bist befördert, Beispiel, ja, es kann auch etwas anderes sein. Und bevor du noch nicht diese Ziele erreicht hast in deinem Leben, behalte es für dich. Nicht reden mit Leuten, ja. Dass die schlechte Energien nicht diese Beförderung, nicht diese Situation blockiert, ja, weil man schwatzt zu viel, dann kommt Energien von anderen, ja, gönnt ja diese Menschen, die du das alles erzählt hast, dass du befördert bist, dass du dir gut geht, ist das positiv? Man weiß es nicht, ja, ganz wichtig, erst rausspucken, was man erreicht hat, egal was. Ja, ich rede jetzt von allen Themen. Nicht bevor du erreicht hast, nicht bevor du das Ziel hast. Ja, ganz wichtig hier Stier. Ja, und das wird eine Herausforderung für dich sein, diese neue Position. Ja, ganz wichtig hier Stier. Aber mein Lieber, meine Liebe, Engel des Sanftmuts ist bei dir. Du wirst unterstützt in diesem Kampf. Ja. Christus-Energien, ja? Barmherzigkeit, Christus-Energie, ein Engel ist bei dir und orientiert dich, wie du musst, ja? Es kommt gut, weil hier ist der Mond, ja? Du spürst ja Mond, ja? Ganz wichtig hier, ja? Du hast Konkurrenten. Und pass auf, dass nicht zu diesem Punkt kommt vom Drama. Du brauchst das nicht und kämpfe fair. Ja? Jungfrau, was ist bei dir im Beruf und Finanz? Es geht her. Es geht um einen Mensch oder es geht um dich, Hauptperson. Ja? Was sind noch die Karten? Frieden. Luftelementen. Ja? Sie sind jetzt unabhängig und frei. Wow, entweder ja, hast du vor, ja, noch nicht gekommen, hast du vor, dich selbstständig zu machen mit jemandem und der kann Luftzeichen repräsentieren, ja? Und ihr werdet das alles meistern, ja? Du holst jemand ans Boot und das wird, du machst dich Gedanken, wird das friedlich verlaufen, ja, Frieden, Frieden, ja? Sehr wichtig hier. Nochmal, ja, es geht um dich mit jemandem, ja, die du ans Boot holst, damit sie sind jetzt unabhängig und frei, damit du unabhängig bist. Vielleicht machst du etwas Privates, ja, oder eine Firma auf oder etwas. Eigentum, egal was, du holst jemanden ins Boot und das wird friedlich verlaufen, mach dir keine Sorgen. Und Engel der Freiheit, schau mal, wie die Karten miteinander. Sie sind jetzt unabhängig, vielleicht warst du Beispiel, ja, vielleicht warst du in einer Ehe und du warst nicht, warst du abhängig finanziell und jetzt möchtest du deine Unabhängigkeit, du wirst frei sein. Und schau mal, hier. Hier steht, sie sind jetzt unabhängig und frei. Das kommt gut, deine Pläne. Engel der Freiheit, frei, Freiheit. Siehst du? Ganz wichtiger Punkt. Es kommt Befreiung. Du wirst
finanziell und berufliche Weg